Ich heiße euch wieder mal herzlich willkommen bei Memento Mori und wir schauen uns ein bisschen im Zimmer der Tante um. Aber vorher gucken wir mal, was wir hier alle so Wichtiges finden. Ich habe früher mal gespielt, aber das ist schon Ewigkeiten her. Ich probiere es besser gar nicht erst. Ach schade. Könnten wir den Max aufwecken. Das ist auch wieder so eine Logik, ne? Also, der Typ hat eine Kopfverletzung. Das heißt, er hat eigentlich keine Kopfverletzung, aber Verletzung am Kopf, weil er so lange unter Wasser war und die lassen ihn gleich nach Hause. Wer es glaubt... Ich lasse ihn besser schlafen. Wer es glaubt, wird selig. Mein altes Notizbuch. Das stammt noch aus der Zeit, als ich noch kein PDA, Smartphone oder den ganzen Kram zur Verfügung hatte. Ach, das müssen Zeiten gewesen sein. Meine Tante, mein Vater und ich, wir hatten noch nie sehr viel Geschirr. Da ist bestimmt nur irgendwelcher Krimskrams drin. Du könntest aber gucken, weil wir in einem Adventure sind. Ein altes Familienstück. Ich kann mich daran erinnern, wie meine Mutter immer Tee darin gemacht hat. Ach ja. Waren wohl noch Zeiten? Gibt's hier noch irgendwas? Aus dem Haus hinaus, ja, da müssen wir. Jetzt aber nicht. Dann gehen wir zuerst mal ins Zimmer der Tante. Lara, beweg dich. Ich habe ihr schon angeboten, ihr einen anständigen Fernseher zu kaufen, aber sie will einfach nicht. Die hat keinen Bock auf einen Flachbildfernseher, das kann ich verstehen. Ich habe auch keinen. Meine Tante hat sich nie richtig von Sergejs Tod erholt. Kein Wunder, sie hat ja ihren einzigen Sohn verloren. Vielleicht weigert sie sich deshalb, von dem ganzen okkulten Kram zu lassen. Könnte eine Erklärung sein. Ihr Sohn hat ihr die aus dem Kongo mitgebracht, als er mit seiner Einheit dort war. Das ist eines der wenigen Dinge, die sie noch von ihm hat. Klingt sehr traurig. Als ich klein war, hat mir meine Tante vor dieser Spiegelkommode immer Zöpfe geflochten. Daran kann ich mich noch erinnern. Schön. Ich habe meine Tante wirklich gern, aber ihre Welt ist voller Geister und übernatürlicher Dinge. Naja, jetzt wird sie sich wohl auch nicht mehr ändern. Nee, jetzt garantiert nicht mehr. Wenn ich Tarotkarten gelegt habe, fiel das nie sehr günstig aus. Und leider trafen die Vorhersagen dann meistens auch noch ein. Das ist schlecht. Quatschen wir mit der Tante, aber gucken wir sie zuerst mal an. Tantchen ist ein bisschen merkwürdig. Sie hat sich sehr in sich zurückgezogen, seit Sergej in Afghanistan gefallen ist. Oh je. Er sieht ein bisschen aus wie Sergej, findest du nicht? Obwohl er etwas größer war und helles Haar hatte. Vielleicht ein kleines bisschen, ja. Dann macht es dir also nichts aus, wenn er eine Weile hier bleibt? Aber natürlich nicht. Du fühlst dich zu ihm hingezogen, nicht wahr? Ich fühle mich nur für ihn verantwortlich, weil er wegen mir erst in diesen Schlamassel hineingeraten ist. Es ist etwas Merkwürdiges an ihm. Aber ihr würdet ein schönes Paar abgeben. Glaubst du wirklich? Max und ich? Nein, das würde nicht gut gehen, da bin ich mir sicher. Du bist so leicht zu durchschauen, mein kleines Mädchen. Wie in aller Welt bist du nur Polizistin geworden? Du bist die Einzige, die in mir heute noch ein kleines Mädchen sieht. Aber genug davon. Du wirst dich darum ihn kümmern, ja? Und mache ihm keine Angst. Keine Karten, hörst du? Die Karten waren gut für deine Großmutter und deine Mutter und sie sind es auch für mich. Vielleicht solltest du deine Meinung diesbezüglich noch einmal überdenken, Lara. Darüber haben wir doch schon so oft gesprochen. Aber lass uns mal anders weiterreden, ja? Ich muss jetzt gehen. Pass auf dich auf. Hm. Okay. So, das gäbe ein schönes Paar. Pass auf dich auf, Max. Na? Wo geht sie denn jetzt hin? Träume. Fenster in andere Welten, zu angenehmen Erinnerungen, aber auch in die dunkelsten Ecken des Bewusstseins. Nicht wir wählen unsere Träume, sondern sie wählen uns.
endlich kommst du zu dir. Du warst ja schon immer Weltklasse als Langschläfer. Aber einen ganzen Tag zu verschlafen ist selbst für deine Verhältnisse ganz schön beeindruckend. Und du hast deinen Hang zu kindischem Humor offensichtlich auch noch nicht verloren. Wie kommst du hierher, André? Lara hat mich angerufen. Sie meinte, mein großer Bruder läge im Sterben. Da habe ich mich natürlich direkt ins nächste Flugzeug gesetzt. Ich hatte schon Angst, ich müsste dir Blut oder eine Niere oder so spenden. Und stattdessen liegst du hier nur so rum und pennst seelenruhig. Du hättest nicht kommen sollen. Ich stecke nämlich bis zum Hals in einer ziemlich unheimlichen Sache drin. Immer noch der Beschützerinstinkt des älteren Bruders, was? Ich habe mir extra freigenommen und ich bleibe so lange hier, bis du wieder nach Hause fliegst. Ich werde von den Cops dazu gezwungen und du weißt auch genau warum. Ich kann nicht einfach so nach Hause zurück. Noch ein Grund mehr, hier zu bleiben und dich aus dem Schlamassel rauszuhalten. Ich bleibe und damit hat sich's. Und wie wäre es jetzt mit ein bisschen frischer Luft? Die würde dir gut tun. Ich hatte einen furchtbaren Albtraum. Kannst du dich daran erinnern, wie du damals in den See eingebrochen bist? Das ist ein böses Vorzeichen. Um ehrlich zu sein, habe ich auch ein paar schönere Erinnerungen als diese. Und mit deinem Gerede von schlechten Vorzeichen schreckst du mich nicht ab. Also auf geht's. Hier rumzustehen und nur zu plaudern bringt uns auch nicht weiter. Da hat er recht. Übrigens ein wirklich sehr schöner Bildschirmhintergrund. Und jetzt mal eins nach dem anderen. Was genau wollen die von dir? Na, das zu erklären wird eine Weile dauern. Und hast du hier auch was zu trinken? Seit ich gelandet bin, habe ich noch keinen einzigen Tropfen gekriegt. Der denkt auch noch. Verdammt, André, wieso klingt bei dir immer alles so banal? Weil es banal ist. Fühl dich ganz wie zu Hause, Bruderherz. Und erzähl mir alles. Du machst mich ganz verrückt. Gut, also in der Eremitage gab es 2 Einbrüche in 2 aufeinanderfolgenden Nächten. Und zu allem Übel war ich auch noch da, als der 2. Einbruch geschah. Klar, und dann hast du deine Party mit den Dieben in einem schönen, kalten Bad beendet. Lara hat mir alles darüber erzählt. Auf jeden Fall konnte ich im letzten Augenblick noch einen Blick auf das gestohlene Gemälde werfen. Es war der junge christliche Märtyrer von Paul de la Roche. Das ist doch ein prima Anhaltspunkt. Jetzt musst du nur noch herausfinden, wer an diesem Kunstwerk interessiert wäre. Das ist ja genau das Problem. Hunderte von Hehlern und Sammlern wären an so einem Gemälde interessiert. Die Gruppe an Interessenten ist einfach zu groß. Hey, denk nicht wie ein Polizist. Du hast doch immerhin auch selbst mal Gemälde verhökert. Denk wie ein Krimineller. Wirst du mir das jetzt für den Rest meines Lebens vorhalten? Ja. Warte mal, André. Du hast recht, das könnte uns wirklich weiterbringen. Ich muss nur herausfinden, wer sich auf das 19. Jahrhundert spezialisiert hat. Ich habe noch die E-Mail-Adresse von Melvin, einem meiner ehemaligen Kontakte. Der kann bestimmt was für mich herausfinden. Genau. Weil der Käufer einen Spezialisten braucht, der das Werk genau unter die Lupe nimmt. Na, siehst du, jetzt bist du also doch selbst draufgekommen. Also dann mal ran an die Arbeit. Danke, du hast mir wirklich weitergeholfen. Warte bitte mal einen Augenblick, ich schreibe schnell eine Mail an Melvin und bin dann wieder bei dir. Da ist noch etwas anderes, worüber ich mit dir reden möchte. So, so. Melvin. Wir schauen uns erstmal um. Wie immer. Haben wir denn da? Haben wir da irgendwas? Oh, eine Spraydose. Passend zu grün. Eine Dose mit grüner Sprühfarbe. Die ist ganz schön lange nicht mehr benutzt worden. Der Sprühkopf ist verklebt. Naja, vielleicht taugt sie ja doch noch zu irgendwas. Bestimmt. Sonst noch irgendwas? Sieht nicht so aus. Jetzt wäre da noch was. Gut. Geht denn der Vielleicht jetzt steht etwas zu essen für mich im Kühlschrank. Genau. Hunger. Nicht gerade besonders viel. Schade. Nichts drin? Ach, das ist aber schade.